In diesem Video geht es nochmal um die Simulation mechanischer Systeme mittels elektrischer Netzwerke und zwar konkret um die Parametrierung dieses Motormodells für die Gleichstrommaschine. Also das heißt, wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man sich auch mal dieses vorherige Video angeschaut haben, in dem dieses Ersatzschaltbild für eine Gleichstrommaschine permanent erregt mit dem Schlussverhalten entwickelt wurde. Und jetzt geht es eben darum, wie man diese Parameter, die in diesem Modell hier drin stecken, also der Ankerwiderstand, die Ankerinduktivität, diese Reibungskonstante für Viskosereibung, das Massenträgheitsmoment des Antriebs bestimmt und eben den Faktor, der diese Quelle hier mit diesem Strom verknüpft und der diese Quelle hier mit diesem Strom verknüpft. Also diese fünf Parameter sind jetzt zu bestimmen und die Idee ist jetzt eben, oder das Ziel ist, alle diese Parameter aus möglichst einfachen, schnellen und gut reproduzierbaren Messungen zu bestimmen und dabei, da man Elektroingenieur ist, eben möglichst nur elektrische Größen zu messen und auf die Messung mechanischer Größen zu verzichten. So, und wenn man sich das so ein bisschen überlegt, wie man das am schlauesten macht, dann kann man diese Bestimmung dieser fünf Parameter in vier Schritten machen. Und zwar, indem man jeweils den Motor, also den tatsächlichen Motor, der durch dieses Modell hier beschrieben wird, in verschiedenen Weisen betrachtet, nämlich einmal statisch und dynamisch. Die statische Betrachtung hat dabei den Vorteil, dass die zeitlichen Ableitungen null sind. Und die Spannung hier über den Induktivitäten, die hängt ja von der zeitlichen Ableitung des Stromes ab. Wenn ich den Motor jetzt statisch betrachte, dann fällt diese zeitliche Ableitung des Stromes weg, weil die Ableitung einer Konstante ist null. Und dann spielt zum Beispiel diese Induktivität hier keine Rolle mehr. Dann tauchen eben nur noch diese Widerstände hier auf, sodass man die vielleicht halt einfacher bestimmen kann. Und das, was man auch noch machen kann, ist, den Motor eben im blockierten Zustand zu betreiben. Wenn man den Motor blockiert, dann gibt es keine Drehzahl, dann ist dieser Drehzahlstrom hier 0. Und wenn dieser Drehzahlstrom 0 ist, dann ist auch diese elektromotorische Gegenkraft hier 0, sodass man auch in diesem Fall vielleicht einfacher diese Parameter hier oben bestimmen kann. Die andere Variante ist eben, den Motor elektrisch hart abzuschalten, also indem man diesen Zweig hier mit einem Relais oder mit einem Schalter auftrennt, dann ist eben dieser Strom hier 0. Wenn dieser Strom 0 ist, dann muss auch dieses Moment hier 0 sein, was von dem Motor erzeugt wird. So, das ist sozusagen die Idee. Und also wir machen statische und dynamische Betrachtung jeweils im Stillstand und im Leerlauf des Motors. Und wir fangen mal an, Schritt 1 mit der statischen Betrachtung im Stillstand. Und wenn man den Motor, wie gesagt, stillstehen hat, dann ist der Strom hier unten, dann ist die Drehzahl 0, damit ist dieser Drehzahl proportionale Strom 0. Damit fällt dieses Ersatzschaltbild komplett weg. Damit fällt auch diese Quelle hier weg, weil die ist ja proportional zu diesem Strom hier. Und wenn wir das Ganze jetzt noch statisch betrachten, dann fällt auch diese Induktivität weg. Das heißt, das Einzige, was von dem Ersatzschaltbild jetzt überbleibt, ist diese Quelle UQ und ist dieser Widerstand von dem Motor. Das ist alles, was von den beiden Ersatzschaltbildern dort drüben überbleibt, bei dieser statischen Betrachtung im Stillstand. Und hier fließt halt dieser Strom im Motor. So, das heißt, wir nehmen den Motor, wir blockieren den, stecken da einen Stock in die Speichen, wie beim Fahrrad sozusagen, und schließen den an irgendeine Quelle an. Vielleicht idealerweise nicht mit seiner vollen Nennspannung. Also wenn das jetzt ein Motor aus dem Kfz ist, sollte man ihn vielleicht nicht gerade mit 12 Volt betreiben, weil der Strom eben, wie gesagt, sehr groß wird, aber mit ein paar Volt, sodass da eben irgendwie ein messbarer Strom fließt. Und dann können wir den Motorwiderstand oder den Widerstand dieser Wicklung eben ausrechnen aus der Spannung der Quelle durch diesen Strom, den wir da messen. Also Motor blockieren, an irgendeine bekannte konstante Spannungsquelle anschließen, mit einem Multimeter den Strom messen und aus diesen beiden Größen diesen Wicklungswiderstand des Motors ausrechnen. Dann haben wir schon mal diesen Parameter hier bestimmt. Ich mache hier mal einen grünen Kreis drum, den haben wir jetzt. Den Ankerwiderstand haben wir bestimmt. So, dann, ich mache mal diese Vereinfachung hier weg.
Dann können wir uns als zweiten Schritt anschauen. Wir machen eine statische Betrachtung des Motors, jetzt nicht im Stillstand, sondern im Leerlauf. So, was passiert im Leerlauf? Also im Leerlauf kann der Motor drehen, das heißt, es gibt eine Drehzahl, das heißt, es gibt einen Strom hier, das heißt, diese Quelle taucht auch auf. Und natürlich gibt es auch einen Strom hier. Wenn es einen Strom hier gibt, dann taucht auch diese Quelle hier auf. Das heißt, diese Quellen bleiben da, diese beiden Widerstände für den Wicklungswiderstand und für diese Reibung bleiben da. Das Einzige, was halt verschwindet, sind diese beiden Induktivitäten hier, weil wir eben statisch betrachten und die Ableitung der Ströme jeweils 0 ist. Wenn wir das Ganze im Leerlauf machen von der Maschine, dann taucht auch keine Last auf. Das heißt, diese Last hier ist auch 0. Das heißt, das, was von beiden Ersatzschaltbildern überbleibt, ich male das mal hier relativ vereinfacht hin, ist eben folgendes. Also im elektrischen Teil fällt diese Induktivität weg und im mechanischen Teil bleibt auch der Widerstand bestehen, und der Rest fällt weg. So, das war das UQ, das ist der Widerstand von dem Motor, den kennen wir schon. Das ist der Widerstand für diese Viskosereibung. Das ist die Spannung für die elektromotorische Gegenkraft und das ist die Spannung für das Moment des Motors. Und hier fließt eben dieser Strom im Motor und das ist der Strom für die Drehzahl. So, und jetzt kann man mal für die erste Masche hier oben einen Maschensatz aufstellen. Dann steht da UQ ist R Motor mal I Motor plus. So, und diese elektromotorische Gegenkraft ergibt sich eben aus diesem K-Faktor, aus diesem KEMK mal dem Strom, der hier unten in dieser Masche fließt. So, und jetzt schauen wir noch mal drauf. Also nehmen den Motor, lassen den jetzt leer laufen, schließen den wieder an irgendeine uns bekannte konstante Spannungsquelle an und messen mit einem Multimeter den Strom. Das heißt, wir wissen die Spannung, wir wissen diesen Widerstand, den haben wir schon vorher bestimmt. Also dieser Parameter ist schon bekannt. Das UQ und das IM können wir messen. Naja, und die Drehzahl von dem Motor, die kann man jetzt halt vielleicht auch irgendwie mechanisch messen. Das sollte man irgendwie mechanisch hinkriegen. Man kann vielleicht auch einfach ins Datenblatt reingucken. Wenn man den Motor mit seiner Nennspannung betreibt, dann sollte der halt seine Nennendrehzahl haben. Also das ist was, was man vielleicht auch einfach aus dem Datenblatt von dem Motor rausbekommt. Oder eine Drehzahl mechanisch zu messen, ist auch nicht so schwierig. Man kann sich jetzt auch da so ein bisschen behelfen, wenn man ein Oszilloskop hat. Dann gibt es zum Beispiel diese Ankerrückwirkung und aus der Ankerrückwirkung kann man dann mit einem Oszilloskop zum Beispiel auch relativ gut diese mechanischen Drehzahl des Motors bestimmen. Also die einzige Unbekannte, die hier drin noch auftaucht, ist dieses KEMK. Und jetzt kann man eben diese Gleichung nach dem KEMK umstellen. Und dann, ja, müssen wir erstmal das hier auf die andere Seite holen. UQ minus RM mal IM. Und dann durch diesen Drehzahl proportionalen Strom teilen. Und damit ist die Spannung, ist diese Transresistanz, dieser Faktor, der zwischen dem Strom hier und dieser Spannung von der stromgesteuerten Spannungsquelle hier vermittelt, bestimmt. Nur aus messbaren Größen und aus dem schon vorher bestimmten Widerstand hier. So, und wenn man dann diesen Faktor weiß, dann kann man auch für die zweite Masche einen Maschensatz aufstellen. Hier steht ja sozusagen, dieses Moment ergibt sich eben aus dem gleichen Faktor KEMK mal dem Strom da oben, mal dem Strom im Motor. Und das muss genauso groß sein. Na, also das ist die Spannung, die sich da ergibt. Das muss genauso groß sein wie der Spannungsabfall über diesen Widerstand, also RV mal ID. So, und jetzt stellen wir fest, das KEMK, das haben wir auch gerade bestimmt. Die Drehzahl haben wir auch gerade gemessen oder bestimmt oder wie auch immer, wissen wir die. Den Motorstrom können wir mit dem Multimeter messen. Den haben wir ja auch schon in dieser Gleichung benutzt. Das heißt, das Einzige, was hier jetzt überbleibt, ist das RV.
diese Reibungskonstante, und die können wir jetzt eben auch ausrechnen. Das Rv wäre dann eben KIMK mal den Motorstrom geteilt durch den Strom, der zur Drehzahl proportional ist. So, und das heißt, wenn wir das so machen, auf diese Art und Weise, dann wissen wir jetzt auch diese Konstante hier und wir wissen sozusagen den Faktor, der hier drin steckt, und wir wissen den Faktor, der hier drin steckt in diesen beiden Quellen, die sich eben aus dem Strom hier und aus dem Strom dort ergeben. So, das heißt, das Einzige, was noch überbleibt, sind diese beiden Induktivitäten hier. Und diese beiden Induktivitäten muss man jetzt irgendwie natürlich dadurch bestimmen, dass man den Motor mal dynamisch betreibt. Und der einfachste Fall ist wieder, wir machen das erstmal für den stillstehenden Motor. Also wir machen jetzt eine dynamische, das sieht nicht sehr schön aus, eine dynamische Betrachtung im Stillstand. Ja, wenn der Motor stillsteht, dann gibt es keine Drehzahl. Das heißt, diese Masche hier fällt wieder komplett weg. Oder die brauchen wir nicht betrachten. Und damit, wenn dieser Strom hier 0 ist, ist eben auch diese Spannungsquelle hier, diese stromgesteuerte Spannungsquelle 0. Es gibt keine elektromotorische Gegenkraft. Das heißt, das Einzige, was von dieser Masche jetzt dort oben überbleibt, ist die Quelle, ist dieser Widerstand und ist diese Induktivität. Also das UQ, das RM, das wir schon wissen, das schon bestimmt ist. Und die Induktivität von dem Motor. So, wenn man jetzt mal den dazugehörigen Maschensatz aufschreibt, hier oben haben wir noch den Strom, der durch den Motor fließt, dann lautet dieser Maschensatz UQ ist gleich RM mal IM plus L mal DIM nach DT. So, und jetzt kann man sich fragen, naja, wie soll einem dieser Maschensatz, wie soll einem diese Differentialgleichung hier helfen, diese Induktivität hier, diese Motorinduktivität zu bestimmen? Naja, das hilft einem in dem Fall, indem man hier mit der Spannung eben zum Beispiel, also mit einer bekannten Funktion und mit einer einfachen Funktion da drauf geht, wo man halt die Lösung dieser Differentialgleichung weiß. Also zum Beispiel, wenn diese Spannung hier ein Sprung ist, also die ist 0 und dann schalten wir die zu einem bestimmten Zeitpunkt hart ein auf eine bestimmte Spannung. Also von 0 auf irgendeinen Wert. Naja, was ist dann die Lösung dieser Differentialgleichung? Die Lösung dieser Differentialgleichung ist eine E-Funktion. Also der Strom wird proportional, oder was heißt proportional? Der Strom steigt anhand einer E-Funktion oder gemäß einer Exponentialfunktion an. Und die Zeitkonstante dieser Exponentialfunktion, die ergibt sich eben aus diesen Parametern, die hier drin stehen, nämlich aus der Motorinduktivität oder der Ankerinduktivität und diesem Ankerwiderstand. Das ist die Zeitkonstante dieser Exponentialfunktion e hoch minus t durch tau anhand der Strom ansteigt, wenn man hier einen Spannungssprung drauf gibt. So, und damit können wir diese Ankerinduktivität ausrechnen aus dieser Zeitkonstante tau mal den schon bekannten Motorwiderstand, ne, der ist ja schon vorher bestimmt worden, also den weiß man. Ja, und diese Zeitkonstante, die kann man zum Beispiel jetzt recht einfach mit einem Oszilloskop messen. Also mit einer Stromzange diesen Strom oszillografieren, hier vorne meinetwegen mit einem Relais oder mit einem Schalter oder einfach mit einem Laborstecker eine Quelle hart zuschalten, diesen Strom oszillografieren und dann eben aus, dann sieht man auf dem Oszilloskop eine E-Funktion, von dieser E-Funktion diese Zeitkonstante bestimmen und über diese Zeitkonstante diese Induktivität ausrechnen. So, dann wissen wir auch diese Induktivität hier drüben. Und das, was jetzt noch fehlt, ist eben diese Induktivität hier zu bestimmen. Und diese Induktivität
in dem mechanischen Teil, die eben der Massenträgheit des Motors entspricht, die bekommt man jetzt auch durch eine dynamische Betrachtung des Motors, und zwar wieder im Leerlauf. Und die Idee ist jetzt folgende, dass man sagt, wir betreiben den Motor bei Nenndrehzahl und dann schalten wir diesen Motor hart ab, also mit einem Relais, so dass man eben den Motorstrom hier hart zu Null zwingt, ne? Indem man hier in dieser Masche sozusagen irgendeinen Schalter aufmacht. Und wenn dieser Motorstrom dann Null ist, dann taucht hier auch kein Moment mehr auf. Und wenn wir das Ganze im Leerlauf betreiben, dann gibt es auch kein Lastmoment, sodass man für diese untere Masche hier ein vereinfachtes Ersatzschaltbild sich hinschreiben kann oder hinmalen kann, was so aussieht. Hier vorne die Quelle ist weg, weil wir haben den Motor hart abgeschaltet. Es taucht nur noch dieser Reibungswiderstand für die Viskosereibung auf und es taucht die Induktivität auf, die für die Massenträgheit steht, die wir jetzt bestimmen wollen. Und es gibt diesen Strom, der proportional zur Drehzahl ist. So, und wenn man sich jetzt hier einen Maschensatz aufschreibt, dann sieht er halt genauso aus. 0 ist, also wie vorher, bloß dass jetzt hier vorne 0 steht, weil die Quelle ja weg ist. 0 ist RV mal ID plus LT mal DID nach DT. Und ja, die Spannung, also was wir jetzt eigentlich sozusagen messen müssten, ist die Drehzahl. Wie ändert sich die Drehzahl über der Zeit? Und naja, wie wird die sich ändern? Die ändert sich natürlich hier auch wieder genau nach einer E-Funktion, ne? Weil die Lösung dieser Differentialgleichung erster Ordnung halt eine E-Funktion ist. Das heißt, wenn ich den leerlaufenden Motor hart abschalte, indem wir hier den Strom vorne zu Null zwingen, indem man ein Relais aufmacht, dann wird halt die Drehzahl anhand einer E-Funktion abfallen. Und diesen Abfall der Drehzahl, den kann man jetzt mechanisch messen, man kann ihn aber auch einfach elektrisch messen, indem man halt diese elektromotorische Gegenkraft hier misst. Also man misst einfach die Spannung über den Klemmen des Motors, des abgeschalteten Motors, und die ist ja direkt proportional zu dieser Drehzahl. Also die kann man muss nicht die Drehzahl messen, man kann einfach die Spannung messen mit einem Oszilloskop und sieht dann wieder eine E-Funktion. Auch diese E-Funktion hat eben wieder eine Zeitkonstante, nicht L, sondern nicht T, sondern L-Trägheit durch diesen Reibungswiderstand. Und den haben wir ja schon bestimmt, den kennen wir schon. Also kennen wir den auch in dieser Gleichung. Ne? Und also diese Zeitkonstante wäre eben wieder das, was in der E-Funktion auftaucht, von dieser Spannung hier, die proportional zu diesem Drehzahl proportionalen Strom ist. So, das heißt, wir bestimmen diese Zeitkonstante aus dem Plot vom Oszilloskop und können diese Gleichung hier umstellen und können damit diese Trägheit bestimmen. Die ergibt sich aus dieser Zeitkonstante mal diesen Reibungswiderstand oder diese Reibungskonstante. Und damit sind jetzt alle Parameter von diesem Motormodell bestimmt aus einfachen elektrischen Messungen. Das Einzige, was man vielleicht mal mechanisch messen muss, ist die Drehzahl. Und damit, ja, ist jetzt dieses Motormodell voll einsetzbar. Und sollte, und das macht es auch, das Verhalten des Motors, zumindest unter den gegebenen Voraussetzungen, dass zum Beispiel eben nur diese Viskosereibung hier auftaucht, nachbilden. Und was jetzt in der Praxis auftauchen wird, es wird noch andere Reibungsarten geben, zum Beispiel Gleitreibung, die eben unabhängig von der Geschwindigkeit ist, sondern nur von der Drehrichtung des Motors abhängt. Und es wird vielleicht auch noch Fluidreibung geben, die zum Beispiel in Pumpen auftaucht, die halt proportional zum Quadrat der Drehzahl ist. Diese Reibungsarten werde ich nochmal in einem anderen kleinen Video erklären. Aber die kriegt man auch, wenn man will, in diesem Motormodell unter. Ne? Und dieses Modell hier bildet dann jetzt halt das Verhalten von dieser Maschine tatsächlich ganz gut ab.